Versteppte deutsche Unterhaltungslandschaft, Helge Schneider, Anti-Star. Nee, lass mal. Eben noch Szene-Geheimtipp, schon mit dem ersten Spielfilm im Kino und mit Katzenklo ganz oben in den Charts. Schneider, Jahrgang 54, verhinderter Gärtner, studierter Musiker, füllt mit schrägem Witz derzeit deutsche Säle und Seelen. Ein bizarrer Einzelgänger in Niemandsland zwischen buntem Abend und Fernsehshow. Essen vor wenigen Tagen. Ein tausendköpfiges Publikum erwartet die Kultfigur aus Mülheim an der Ruhr, den Meister der Wiederaufbereitung von Kitsch und Komikmüll. Die Geschmacksnerven liegen frei und Schneider tritt an, sie gnadenlos zu strapazieren. Guten Tag. Erst einmal möchten wir einen musikalischen Blumenstrauß an euch richten. Ist ein Lied, was ich im Alter von 2 Jahren schob. Ich war damals ein 4-jähriger Bub. Meine Eltern haben hinter mir hergerufen, 6-jähriger, bleib stehen, du blöde Sau. Und die Sau wird nun rausgelassen. Baby, 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 deine beiden Möpse hingen lustig übers Balkongeländer gelegen. Sie schnappten nach den Hüten der Passanten und bellten ihr Lied, das Lied der französischen Möpse. Worüber macht Schneider sich lustig? Nicht über sein Publikum, er ist seine eigene Zielscheibe. Ich mache etwas Leckeres zu essen. Ich war in dem Geschäft und habe eingekauft. Ja, ich war ganz im Regal drin. Schneider erfindet, vergisst, zerstört seine Pointen auf offener Bühne. Kamikaze-Komik. Der Verkäufer hat mir geholfen. Baby, Baby, und ich habe etwas rausgefunden, was lecker zu essen ist. Baby, 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 setz dich erstmal hin, es gibt Reis. Reis. Baby, Baby, es gibt Reis. Doch der Reis ist heiß. Nichts ist so Reis wie heiß, wenn der Reis heiß. Den Sinnsuchenden bedrängt die Frage, wo zwischen Genie und Wahnsinn wäre Schneider anzusiedeln? Entschuldigung. Ich ordne mich da irgendwie, zwischen. Aber ich bin, glaube ich, nicht wahnsinnig. Aber ich weiß ja, wie ein Genie bin. Das darf man von sich selber ja nicht sagen. Ich meine, ich weiß das schon. Ja, erstklassiger Boogie-Woogie. Schneider als freiwilliger Dummy im Härtetest. So direkt wie er hat lange keiner mehr das Elend deutschen Dumpfhumors zum Programm erhoben, hiesigen Fröhlichkeitsriten die Krone aufgesetzt. Ja, auch Erwachsene. Hey. Der eine lacht über mein Gesicht, der andere lacht über meine Schuhe. Und dann jemand lacht über die Texte, dann gibt es Leute, die lachen über die Musik. Ich lag schon 3 Wochen im Krankenhaus, la 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 la. Mit gebrochenen Knochen, ha, 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 ha. Ich fühlte mich allein, doch dann kamst du rein. Ich sah dich, du hattest ein Kleid an. Ich hatte nur noch 2 Mark in der Tasche. Du gabst mir den Rest dafür, dass ich Zigaretten kaufen zieh. An der Bude, an der Ecke, in dem Automat. Solchen Titeln arbeitet eigentlich höchstens, und zwar genau die Zeit, wie der Titel lang ist. Also zwischen 1,5 und 8 Minuten etwa. Hast du eine Mutter, so hast du immer Butter. Mutter ist dein bester Schatz. Dab, dab, sabba, sabba, dab, sab. Hast du eine Mutter, so hast du immer Butter im Schrank für das Butterbrot. Helge Schneiders Vorstellungen von Mutterwitz sind in seinem Ruhrpott-Western zu besichtigen. Als Filmschauspieler in der Rolle des Doc Snyder kann Helge Schneider nicht die Qualitäten des Bühnenclowns entwickeln. Er braucht sein Publikum. Sowas nennt man Rampensau. Da, ich hoffe dich, ich hab bloß eine Erscheinung. Was machst du denn hier? Tag, Mama, ich hab Hänsch mitgebracht. Ja, wie? Ich hab hier nur für 2 gekocht. Ich hab Hunger, Mama. Ach nee, kein Geld für einen Friseur? Seit 50 Jahren dieselben Klamotten, diese verschwitzten Scheißdinger. Und du bringst mir hier diesen Fressbeutel mit, du Bratarsch. Na, lass mal, Mama, erst mal was essen. Henk, Tischdecken.
Wieso ich? Und du bist Schlager, Schneider als Schlagerfuzzi beim Bad in der Menge. Die singende Herrentorte ist ein Schlag in die Magengrube der deutschen Unterhaltung. Adieu, Scheibenwischer oder Nachschlag. K.O. aber auch für Musikanten, Stadel und Karneval. In diesen tollen Tagen feiert das Publikum in Schneider den Hans Wurst, der den Heißhunger auf Trash, auf Wegwerfunterhaltung stillt. Auf der Bühne, wie gesagt, bin ich souverän. Im Film kann ich dann schon nicht mehr souverän sein, sind sehr viele Leute daran beteiligt, die das Bild formen können. Und wenn man das alles selber machen will, das geht irgendwie sehr schwer oder gar nicht. Mhm. Viel zu viel Arbeit. Das ist dann durch meine Spontanität geköpft. Ich stehe in der Küche, koch mir was Schönes, da geht das Telefon, ich lasse Kochlöffel fallen, mir der Telefon an! Ich geh Telefon dran! Schiebe ihn mal ab! Matan! Ich mach Ring, 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 ich mach Ring, 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 auch Hüdelihü in der modernen Zeit, ich bin der Telefonmann. Ich geh ein Telefon dran. Ich hebe immer ab, ich stehe nah am Apparat. Wenn ich jetzt, sagen wir mal, nur mich selber glücklich machen würde und aber extra das Publikum nicht, dann wäre ja keiner da. Geht ja auch nicht. Frohsinn in Deutschland 1994. Der gute, schlechte Geschmack hat einen neuen Guru, Helge Schneider. Gehst du ins Geschäft hinein, kaufst was Schönes für die Katze ein. Katzenklo. Da macht die Katze Vogel. Besonders die Katze, die mit ihren Tatzen an dem Katzenklo kratzen. Ja, Katzen, ja, Katzen.